Oh, was ist denn hier? Putzi, was ist da los? Putzi braucht noch einen Rechner. Wieso? Was ist mit deinem Rechner? Warte mal, so lange brauch ich. Ja, I don't know. So, Knicklicht, Erik, komm, jetzt wird geraved. Warte, wo ist mein Kruzifix? Da. Warte, ich habe hier eine Standardausrüstung und eine schöne starke Taschenlampe. Ah. Und Thermometer nehme ich noch. Jetzt wird, oh, ich hab ja, hier, starke mal. Taschenlampe ist super. Erik, das Rave-Licht muss mitnehmen. Ich habe leider keinen Platz mehr. Ich könnte es vielleicht zwischen die Po-Backen klemmen. Du! Was ist das für ein Schäppchen da unten? Ach, ein Kerz. Hört ihr ganz gut? Ich lese mal vor. Das ist jetzt schon selbst hier. Hier, wenn man Fieber kriegt, man weiß ja nicht. Ich lese mal vor, okay? Ja. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geistes-Events werden, fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken und machen Sie ein Foto vom Geist. Also Fotoapparat auf jeden Fall dabei, hat der Erik. Ich bin bereit. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes George Jackson. Jorge, da kommt, bitte Jorge, ja? Jorge ist die richtige Aussprache. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Oh, let's go. Oh, fuck. Ja gut, dann brauche ich aber, warte mal, was ist jetzt, wenn ich meine Sachen im Auto lasse hier? Weil verliere ich die dann trotzdem, wenn ich sterbe? Warte mal, die Sache ist, das Kruzifix... Würde ich, meine, du kannst dich natürlich damit schützen und so, aber ich würde es erstmal nicht mitnehmen und stattdessen die Videokamera, um zu gucken, ob es ein Geisterorb ist. Genau. Achso, warte mal, das ist aber nicht die Videokamera. Das hier muss ich nämlich auch nicht mitnehmen, ich nehme stattdessen das Geisterorb. Achso, die Videokamera meinst du? Ja, okay. Temperatur brauchen wir nicht unbedingt, wir haben ja immer unsere Mundaura, ne? Genau, und Temperatur kann ja ein optionales Ding sein und das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Steht genau, ja nicht dabei. Sehen wir ja. Okay. So. Es war schön, euch beiden Geister zu jagen. Ja, wir werden auch jetzt weiterjagen, Pan. Darf ich euch kurz mal was sagen? Ich muss schon wieder an. Ja. Na, sicherlich. There's something strange in the neighborhood. We don't care. Ghostbusters! Ghostbusters! Who you gonna call? What has? Ja, Entschuldigung, ich bin aufgeregt, ja? Aber ich hab noch keiner von euch mitgemacht, ja? Jetzt braucht ihr mir auch nicht so kommen. So, morgen, wir sind's wieder. Guten Morgen, die Einbrecherfamilie ist da. So, das ist mein neues Apartment, das habe ich mir gemietet hier, ja? Also, ich zeig euch das mal ein bisschen. Zeig mal, ja, zeig. Welcome in my crib, Erik. Ja, zeig her das Haus. Hier ist meine Küche mit Brotbox, mit allem drum und dran. Hier Kühlschrank immer gut gefüllt und so, mit Essnische, alles. Nice. Für Instagram bereit, ja, schon überall. Sind das echte Gurken, Erik? Das sind echte Gurken, die habe ich aber nur so. Ja, nee, die sind. Nice. Damit Leute denken, ich ernähre mich gesund, ja? So, ja, natürlich. So wie für Instagram. Ich habe das Lüscherbrett gefunden, oh mein Gott, endlich! Wo bist du? Copy, please, copy. Wer von euch hat gerade frei? Ich hab grad Roomtour gemacht. Jetzt warten doch. Hat jemand von euch eine Hand frei? Ja. Nein, leider nicht. Es ist genauso. Erik, das ist genauso wie, dass du. Was denn? Ja, dann komm, ich gebe die Videokamera irgendwo hin und dann nehme ich's mit. Leg die Videokamera in die Küche am besten. Ich gehe in die Küche. Das schon mal Küche. Aber mach die auch an. Das ist wahrscheinlich wieder Untergeist. Mach die Videokamera auch an, leg die in die Küche, dann können wir vom Van manchmal gucken. Aber warum in die. Achso, in die. Aber kannst du das Geist in die Küche? Warte. Habe ich den mit. Nein, aber dann leg die erstmal da ab. Leg die mal da ab. Hase? Ja. Hase? Ja. Hier ist eine Frau gestorben. Ein Mann gestorben. Bei mir sind geht die Tür die ganze Zeit. Ein Mann ist tot, Hase. Okay, meine Frage ist. Aber gefälligst ein bisschen das. Warum liegt ein Pulli auf dem Boden, aber keiner hängt am Kleiderhaken? Ja, es ist bei den Ranges. Also, ja, gut, das kann natürlich sein. Wie passt die Kamera? Mach die vorher an und dann F. Trees, Garden Style. Ich hab ich will eigentlich die Kerzen holen dabei. Der Geist ist bei mir. Ich höre ihn doch schon. Ich möchte kurz sagen, ich habe kein Spiegelbild. Ich komme zu. Nee, die ist oben, der Geist ist oben. Ich nehme das Wutscherbrett jetzt mit und dann. So, Erik. Luigi-Wurscht, das nehmen wir jetzt mit. Luigi-Brett, nenn's einfach Luigi-Brett. Das Luigi-Brett, ja. Okay. So, jetzt reden wir mit dir, jetzt fragen wir's, kommt, geh mal raus. Ich hab auch Kerzen, ich kann nochmal Kerzen aus dem Van holen, ne? Nur mal so. Willst du hier romantischen Abend machen? Ab in die Küche. So, Erik. Ab in die Küche. Ab in die Küche. Oh, du, ich hab's Wutscherbrett. In den Pool. Das Luigi-Brett, ja. Das Wutschi-Brett. Lichterflacker. Ja. Ist sie oben oder unten? Warte, dann fragen wir es doch mal. Warte mal. Bist du oben oder unten? Achso. Ja, Alter, soll ich die Kerzen aus dem Van holen? Na, warum? Bitte kennen wir. Warte mal. Aber das ist doch voll ab. Warte mal. Bist du da? Sprich mit uns. Mit Namen, Erik.
Nein, nicht den Namen. Auf keinen Fall den Namen. Ich bin doch nicht schwer. Nicht den Namen, Erik. Ja, gut. Dann. Stell das bitte auf den Tisch, auf den Tisch. Ja, ja, wir wollen alle daran partizipieren. Ich weiß, sonst wird's schmutzig. Darauf jetzt. Also hier. Ja, sehr gut. Da steht sehr gut. Soll ich wirklich keine Kerzen holen, falls das Licht gleich ausgeht? So, ich beobachte hier mal die Szenerie, weil der Geist wird dann von da kommen. Geht schon. Pan, frag mal. Wie machen wir das denn jetzt? Naja, man muss, ja, das siehst du, das ist ja am. Schreib ins Wutscherboard, lieber Geist. Straight forward. Wir müssen den Namen sagen. Wie heißt er nochmal? Wie heißt er nochmal? Frank Rabbit. Okay, bleib mal hier, ja? Bleib mal einmal hier. Doch schon. Das muss ich mal ganz kurz machen. Okay, Erik, kennst du das? Hast du das auch mal gemacht? Roche, war das nicht Roche Jackson? Ganz gut. Hast du dir manchmal. Nein, ich hab den Namen extra falsch ausgesprochen. Was denn? Hast du dir manchmal Bücher gekauft, nur damit sie im Regal gut oder schon alle glauben, wie smart du bist? Überhaupt nie. Ich habe mir aber viele Bücher gekauft, wo ich immer gedacht habe, oh, das lese ich auf jeden Fall. Und dann kam ich hier zu. Ja, das ist sicher. Aber wenn du ganz nice bist, dann kannst du doch hier drin so kleine Notizen machen in dem Buch und damit alle glauben, du hast sie gelesen. Naja, aber komm, wie lächerlich ist das denn, wenn ich dann weiß, ich habe sehr. Da, wie erbärmlich komme ich mir denn selber aber vor? Aber siehst du, bei mir im Chat schreiben bereits ein paar, dass sie das gemacht haben. Ich kenne das, dass das ein paar Leute machen. Okay, im Chat steht gerade, dass wir das Brett noch einschalten müssen. Also wartet mal eine Sekunde. Das Wuji-Bett muss man einschalten? Das mit rechter Maustaste vielleicht, aber warte auf Pan. Warte auf Pan. Ja, ja, okay. Achso, die war die Gardine. Ja, was machen wir jetzt? Linksklick! Da geht's Licht an! Okay. Ich hab gerade die Kerze. Seht es? Okay, jetzt Pan, beschwöre den Geist! George Jackson, bist du da? Müssen wir nicht auch alleine sein? Warte mal, muss derjenige, der es vielleicht aktiviert hat, das irgendwie. Hast du mit E aktiviert? Mit linker Maustaste. Ah! George Jackson, schreibe etwas aufs Board. Das hat sich ja funktioniert. Aufs Board. Kannst du mit uns kommunizieren? Das war ich nicht. Lichter. Das waren Lichter. Geht schon paar nochmal. Ja, ja. Kannst du etwas. Bist du da? Ich kapp mich ein. Gib uns ein Zeichen. Ich guck mal im Chat. Da fragt man, wo er ist. Wo bist du? Oh. Ja, mach weiter. Warte, geh mal kurz hier ganz kurz rüber. Du hast es ausgemacht, oder? Ja. Oh. Ja. Wo bist du? Mach weiter. Das Board ist aus. Wie bist du gestorben? Passiert aber nichts. Sag deinen Namen. Kriegst du geschissen, dieses Brett zu benutzen? Ich hab das Board aktiviert. Warte mal. Sage etwas. Oh. Bist du da? Oh mein Gott. Utility? Norton Utilities, der macht Werbung. Was heißt nochmal Utility auf Englisch? Utility aus so ein Tool. Oh mein Gott. Ja, wer bist du? Nützlichkeit. Sprich mit uns. Komm nochmal, Frank. Er hat gesagt, im Chat steht Utility Room. Ist das, das ist der Raum, wo er drin ist. Oder wo er gestorben ist. Oder das. Bist du gut oder bist du böse? Bist du gut? Sag mal, dieses Klavierspiel. Was war das? Der hat's drauf. Ich hab Klavierspieltasten gehört. Wir müssen dahin. Ja, ich auch. Dahin. Ja, ich muss den EMF-Reader holen. Wir nehmen Support natürlich mit. Komm. Ich hol kurz den EMF-Reader. Bitte noch nicht losgehen. Okay, pass auf, Erik. Jetzt geht's. Komm, frag ihn was. Erik, komm. Ja, ich weiß, der spielt da oben. Moment, frag mal was. Okay. Wo bist du? Das Brett ist von alleine ausgegangen, ist das richtig? Nee. Okay. Ja, okay, war so ich. Wo bist du? Ist das wieder Utility, ne? Ja. Okay, ist wieder Utility. Er ist im Werkzeugraum. Meine Lampe flackert. Erik. Und ich höre Schritte. Die Türe geht nicht. Da ist er, Erik ist da. Mach Foto, Erik. Ich bin wieder tot. Oh nein.
Oh, Putzi ist tot. Ich glaube, ich konnte ihn auch nicht fotografieren. Ach, oh. Du Scheiße! Ich konnte ihn nicht fotografieren. Ich konnte ihn gerade nicht fotografieren. Ja, ich hab's gesehen von hier aus, wie er so macht. Aber wir haben. Der arme Putzi stirbt immer. Ich habe mehrere Fotos gemacht und ich habe ihn nie aufs Bild gekriegt. Das wäre ein Hinweis wahrscheinlich. Oh, okay, das ist eine gute Idee. Ja, dann machen wir mal darin Licht an. Von wegen Utility Room. Soll ich mal in den Keller gehen und Licht an? Was? Ja, er hat schon wieder Klavier gemacht. Ja, kannst du. Nein, ich gehe ab, wir gehen beide in den Keller. Er spielt die ganze Klavierhase, Putzi. Beste Pepperoni. Soll das mal runtergehen? Oh mein Gott. Hilft nichts, wir müssen die Sicherung anmachen. Ja, mach schnell, mach bitte schnell das Licht an, Hase. Ich liebe dich, ich hab Angst. War die nicht hier? Ich glaube, die war auf der anderen Seite. Ich guck mal, ja? Okay, ja. Ich folge dir. Ja, ist hier vorne bei mir. Okay, cool. Okay, Licht ist an. So. Bis schnell nach oben. Aber sowas von. Du machst das Licht gleich wieder aus. Auf jeden Fall jetzt. Wir müssen zum Klavier. Sollen wir den Namen sagen? Nein. Okay, zum Klavier. Michael Dorrer, bist du hier? Hör auf. Oh, hast du geflackert gerade? Ja. Hä? Putzi. Okay, keine Fotos. Es gibt doch einen Geist, wo man keine Fotos machen konnte, ne? Ne, er hat nicht geschrieben. Okay, Hase. Ich mach nochmal ganz kurz, warte mal. Bist du da? Sprich mit uns. Sprich mit uns. Okay. Es muss dafür dunkel sein und du musst alleine sein, Hase. Okay, ja, guck mich an, guck mich an. Ja. Guck mir ins Gesicht. Hier ist mein Gesicht, Hase. So, wo ist das Klavier? Weißt du das noch? Ich glaube, ich war ja noch einmal drin. Das Klavier? Wahrscheinlich im Nebenraum, oder? Wir können da mal gucken, aber ich... Es schien hier irgendwo in der Nähe hier. Oh, Utility Room. Echt? Ich kann den Schlüssel nicht. Okay, warte. Ach doch, jetzt. Ich habe einen Schlüssel. Okay, wahrscheinlich für irgendwas. Okay. Hier ist das Klavier. Hier ist die Garage. Soll ich mal... Oh, hier ist das Klavier. Das wird, ja, hier. Sprich mit uns. Nee. Okay. Hier ist er drin. Ich höre eben F. Mach mal Licht aus, ja? Ja, ich habe es auch in der Hand gerade. Ja, aber ja. Ist kein Fünfer, aber er müsste hier sein. Sprich mit uns. Sprich mit uns. Okay, kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich nicht alleine bin. Okay, hier steht, er redet nur über das Witcher-Board mit euch. Gut. Ja, okay. Wollen wir mal rausgehen, schon mal analysieren ein bisschen. Das ist ein Teller, okay. Weißt du nicht, was ich von ihnen halten soll, ne? Ich würde nochmal, sollen wir nochmal fragen? Ja, kommen die mal ganz kurz raus, lassen wir mal die Infos zusammentragen jetzt. Der hat mich wieder geflackert. Ja, das ist eine gute Idee. So. Was haben wir für Infos? Wir konnten kein Foto machen. Also ich gucke mir die Fotos an, aber ich glaube, ist doch nicht auf den Fotos erschienen. Ich habe den mehrmals fotografiert und auch als er angezeigt wurde, war der nicht auf den Fotos drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe wirklich versucht. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber beim zweiten Mal hätte der auf jeden Fall da sein müssen. Genau. Ganz kurz, Temperatur hatten wir nicht. Steht auch im Chat. Temperatur. Warte mal. Nein, lieber Chat, wir hatten keine... Eine Aufgabe war, mach ein Foto von dem Geist. Dann kann das auch nicht sein. Ich guck mal auf die Fotos. Ich sehe ihn aber auch nicht auf dem. Nee, der ist auch nicht drauf. Geisterorb. Okay, Hase. Wir versuchen jetzt mal Folgendes. Videokamera, das musst du nicht machen. Wir suchen jetzt. Genau. Wir machen Buch, Videokamera und Fingerabdrücke. Was hältst du davon? Das ist bestimmt die beste Idee. Gut, dann will ich mal meine Sachen jetzt. Also, Geisterbox hat er definitiv noch nicht draufgequatscht. Genau. Die tue ich mal so lange weg, dann nehme ich mal die Videokamera. Oh, die Videokamera hat doch Putzi. Wer hat geradet? Was? Was? Wo? Wer hat geradet? Ich hab einen Raid verpasst. Da steht, Anni hat geradet. Anni the Duck? Anni the Duck? Was? So? Also, die hab ich gestern in Skyrim getroffen. Was? Anise. Ja, hat sie. Oh, Anise, danke schön. Vielen Dank und liebe Grüße. Auch von hier, liebe Dankeschön, Grüße. Dankeschön, meine Sanity. Hallo. Liebe Grüße. Ganz kurz, die Geistaktivität war bei 9.
Ist das? Deine Sanity ist bei 0. Hast du meine Sanity, warum? Und meine ist bei 19. Holy fuck. Ich geh nochmal rein. Warte. J. Moment. Vielen Dank für den Raid, danke schön. Wir hatten den einen, der die Sanity schnell runterrattern lässt. Genau, ne? genau. Das wäre Jurai. Jurai. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Das Phantom? Oh, fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Das könnte es gewesen sein. Als ich fotografiert habe, ist es direkt verschwunden. Könnte es sein. Aber wir hatten kein EMF Level 5. Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Ja. Das Reacher-Brett ist schuld für die Sanity. Echt? Oder ein bisschen zu? Ja. Pan ist nun vollkommen verrückt. Gut, das ändert nichts. Wegen dem Board. Oh nein. Oh Mann, nein. Okay, warte mal. Aber was mache ich denn jetzt? Oh, wir haben die Sanity-Pillen. Hast du alles gut? Mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut. Warte. Okay, Dämon kann es nicht sein, aber das heißt nichts. Das mit dem Ouija-Board, da haben wir jetzt gar keine Erfahrung mit sonst. Das war das erste Mal. Da, guck mal auf meine Sanity. Hast du gesehen? Ich habe die Pillen. Hier, nimm mal. 1%? 3%? Ja, okay. Warte. Ach so. Oh, ich hatte... Hä? 0%? Hast du Salz gegeben? Du hast Salz ausgestreut, glaube ich. Das ist Salz, was du hast. Oh, das hier geht's mir nicht so gut, wo sind die Scheiße mit den Pillen? Mach dir doch ein bisschen Weihrauch an, vielleicht kommt's ja wieder runter. Upsi. Ja, ich glaub, niemand hat Sandy-Pillen gekauft. Ja, du kannst auch ein bisschen Salz schnüffeln, wenn du willst, das geht auch. So, die Videokamera ist auf jeden Fall hier und das flackert drin noch ein bisschen. Die Tür ist auf. Ich könnte die Videokamera noch irgendwie hinstellen, aber... Oh, da ist auch Aktivität. Wenn ich reingehe, Ja. Hase, tu mir mal einen Gefallen. Wenn du reingehst, ne, ich sehe das Flackern gerade. Wenn du reingehst, kannst du vielleicht auf, da wo das Klavier ist, kannst du auf das Klavier... Ich geh doch nicht so weit rein! Die Kamera... Ich muss mal gucken, wo dein Ohr ist. Ja, aber du kannst als Einzige... Willst du mich umbringen, Frau? Ich habe eine Sanity von 19%, wenn ich da reingehe. Ich bin am Limit. Okay. Nein. Hör zu. Ein Plan, ja? Ein Plan. Kann ich den kurz sagen? Ja, sicher. Hau raus. Du nimmst das Buch und die Videokamera, ne? Hört sich jetzt. Das Licht ist ausgegangen. Ich geh da nicht rein, ich bin doch nicht bescheuert. Da drin flackert es die ganze Zeit, der Typ dreht durch. Ja. Du legst das Buch dahin, wo der so sichtbar zur Kamera. Die Kamera ist auch an, beides liegt so in der Nähe vom Klavier. Und dann sagst du schnell irgendwie, sprich mit uns. Und dann rennst du ganz schnell raus. Dann bringst du noch den Müll raus, polierst noch seinen Wagen und dann machst du vielleicht nochmal einen Sicherungskasten unten, weil der Strom scheint zu flackern. Ja, hast du überlegt immer. Ich glaube, deine Sanity geht mit dir durch ein bisschen, ma? Also, um ehrlich zu sein, ich habe gar nichts gemerkt. Da mit der Sanity. Ja, gut, bei dir erinnert das nicht viel. Was? Nicht schlagen. Wow, Hase. Dann ist hier jetzt gerade Aktivität. Ja, gut, da gehe ich natürlich gerne rein. Geisterorb haben wir jetzt. Gin? Also was ich machen würde, ja, mein Angebot. Ich gehe rein, drehe die Kamera irgendwie um, nehme die Beine in die Hand und laufe raus wie der Schisshase, der ich bin. Ja, aber leg vor das Buch bitte hin. Was hast du mit deinem Autogrammbuch immer? Du willst immer das alle in dein Freundebuch schreiben. Weil es ein Beweis ist. Ja, dann gib mir das Buch. Du musst aber ganz schnell das sagen. Wo ist das Buch? Das liegt da, aber du musst ganz schnell sagen, sprich mit oder kommuniziere oder schreib was ins Buch oder sowas. Hier unten. Ah, okay. Oh, und die Sanity-Pillen. Ich da wirklich noch rein. Ich glaube, es hackt. Ich bin hier, alles gut. Aktivität, Level, wie sieht's aus? Ja, warte, ich guck mal. Das Licht im ganzen Haus ist wieder aus. Sehr hoch tatsächlich. Es wird immer höher gerade, oh Gott. Ich gehe da nicht rein, das Licht ist wieder aus und alles. Okay, warte. Es geht, warte. Okay, jetzt ist wieder gut. Ich höre Schritte. Ich hab Schritte auf dem Gras gehört, obwohl da keiner... Ich hab grad Schritte hinter mir auf dem Gras gehört. Ja, aber der kann ja gar nicht nach draußen. Ist ein Geist. Aber hier steht der Biomüll draußen. Der muss doch bestimmt noch Müll rausbringen. Ist doch deutscher Geist. Biomüll bringen wir eh wenig raus, komm. Heute sind gelbe Säcke. Wieso höre ich hier die ganze Zeit Schritte, wenn ich vorm Fenster stehe und reingucke? Okay, das ist gruselig. Jetzt sind sie weg, aber das fühlt sich nicht besser an. Jetzt ist gerade wieder große Aktivität. Es ist große Aktivität gerade. In meiner Hose auch, hinten. Ja,
da glaube ich dir. Warte es immer noch, ich sag dir Bescheid. Putzis Leiche ist weg. Was? Putzis Leiche ist weg. Da würde ich mir jetzt Gedanken machen. Ich gehe da nicht mehr okay, rein, Fragezeichen. Vater, zeig, dass du Eier hast und geh rein. Welche Eier? Ich liebe... Ich bin tot. Diese Frau hat mich eiskalt geopfert. Die hat mich eiskalt für ihren Erfolg geopfert. Eiskalt geopfert hat sie mich. Da ist er noch gelaufen. Putzi? Putzi, hörst du mich? Sie hat mich eiskalt geopfert. Herr Putzenwurm. Geh rein, wenn du Eier hast! Los, geh doch rein, wenn du Eier hast! Los! Kapuze? Putzi, ich höre dich nicht, falls du mich hörst, ne? Ich höre dich leider nicht mehr. Aber selber haut sie ab, weißt du? Geh rein, wenn du Eier hast. Die Schritte sind doch nicht schlimm. Oh, Geistaktivität auf 10. Und selber guckst du dir an. Ich wollte eigentlich noch ein Foto machen, aber ich habe ihn nicht gesehen, leider. Zu hören, was sie sagt. Ja, ich sollte nicht reingehen. Ja, ich sollte nicht reingehen, sagt sie gerade. Putzi, ich weiß, du bleibst gerade bei mir, im Herzen. Ich werde mal kurz gleich gucken. Ich bin tatsächlich ganz kurz, ich habe den unvernünftigen Gedanken gerade doch kurz reinzugehen, das Buch hier vorne draufzulegen. Bist du bescheuert? Leg das Buch nicht rein! Geh da nicht rein, Mann, der killt dich sofort! Ja. Der Mann kann uns angucken, wenn er, wie gesagt, EMF. Haben wir ja nicht gehabt. Dämon. Oh gut. Dämon ist Geisterbock. Geisterbock und Gefühltemperatur. Wir hatten keine Gefühltemperatur. Wir hatten keine Geisterbock. Die Ehe hat es versucht. Surai war auch nicht keine Gefühltemperaturen. Die beiden Zahlen 6 hatte keinen EMF 5. Fällt auch alles weg. Fällt auch alles weg. Guter Einwand. Keine Geisterbox. Bin ich aber nicht sicher. Kein EMF Level 5. Ich mache jetzt einfach Dämon. Also eigentlich passt hier nichts passt. Erik hat das versucht mit der Geisterbox, aber ich glaube, er hätte das nicht ausmachen sollen und vielleicht war das so für sich dabei stand. Vielleicht wäre es sonst gegangen. Beim Phantom. Aber das beim Phantom ist das einzige Mal das Bücherwort. Ich guck mal kurz. Dann ist es ja direkt ein Spoiler, dann weiß ich ja, ob die Sicherheit ist in den Phantom. Und ich hatte kein EMF 5. Wir hatten keine Gefriertemperaturen. Geisterbox. Ich glaube, Geisterbox müsste angeschlagen haben, wenn er mit uns geredet hätte. Oh nein, sie fährt los. Ich kann nichts einloggen. Ich kann nichts einloggen. Ich hätte mehr Zeit gebraucht zum Lesen. Ich habe jetzt einfach irgendwas genommen. Ah! Nee, Phantom, doch!
Du warst. Das Phantom ist richtig. Ich hatte leider keine Zeit zum Einloggen. Du bist schon schnell losgefahren. Ich habe auch gerade gelesen, aber du bist dann einfach losgefahren. Und übrigens, danke für dein Menschenopfer, ne? Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Das war echt lieb. Auf der Kamera so. Hase, ohne Scheiß, auf der Kamera war das einfach nur Gold wert. Ich habe mich so erschrocken, das war so gruselig, einfach wie nah der auch kam. Oh, du hast dich im Van also in Sicherheit erschrocken. Ja, gut für dich, du Arme. Du bist das Opfer. Also, das war ja mal gar nichts. Also, warum? Nee, war das war nicht so. Das war nicht so gut. Komm, wir gehen jetzt nochmal rein. Ja, unbedingt. Aber professionell. So, ich habe auch gelesen, ich weiß nicht, ich glaube, das Ouija Board ist vielleicht nicht das Beste, glaube ich. Ja, das sollten wir lassen. Also die Sanity, das, ja, Ouija Board, mal lustig, mal auszuprobieren, aber... Also die Pandora war auf 2%, 1% Sanity. Wie die Paar noch laufen konnte, frage ich mich heute noch. Ja, also das war wirklich, muss wirklich heftig gewesen sein. Ja? Okay, wir alle meine gekauften Sachen sind wieder weg, das ist doch ärgerlich. Ja, das ist immer doof, so ein bisschen. Aber egal, wir kommen hin. Es wird ich habe Salz gegessen, alles gut. Vor allem die Sachen sind zu teuer, das ist das Problem, finde ich so ein bisschen. Oh, ich habe neue Sachen. Ich mach das Taschenlampe, eine dazu und der Crucifix. Okay, ja, ich mache von hier hinten. So, Knicklicht lasse ich mal. Ja, das war nicht so erfolgreich. Kann ich noch was vorlesen? Die Geisterbox im Geisterzimmer nutzen, also da, wo das Klavier war, hätte das. Und nur der Erik muss allein da sein. Ja, weiß ich ja. Deswegen sage ich ja, wahrscheinlich hat die Geisterbox nicht funktioniert. Achso, das habe ich gerade als Geist gesehen. Ja. Okay. Taschenlampe, Fotoapparat, Kruzifix, was brauchen wir noch? Also ich habe Sanity-Pillen noch mit reingepackt. Meth-Reader. Feuerzeug kaufe ich nochmal neu. Aber wir sind jetzt Level 4 und 5. Große Taschenlampe habe ich geholt. Ganz kurz. Wenn ich Level 5 bin, dann haben wir wahrscheinlich fortgeschrittene Maps. Also es liegt an mir, warum, weil ihr habt wahrscheinlich beide 5, ich habe noch 4. Nächste Runde hätten wir wahrscheinlich fortgeschrittene Maps. Ja, es tut mir leid, dass ich nicht immer zuerst sterbe. So. Da sagt sie, das wäre schön, da haben wir gerade so versagt einfach, ne? Richtig. Hase, wir waren jetzt so oft so gut. Also ja, das stimmt. Aber diesmal. Geht schon jetzt wieder rein. Das Board zieht ca. 10% Sanity pro Frage. Okay, das Problem ist, dass wir alle durcheinander immer Fragen gestellt haben, glaube ich. Wir haben uns gegenseitig die Sanity einfach komplett rausgezogen. Wo bist du? Wie heißt du? Wann warst du? Wo bist du? Was magst du? Auto ist egal. Was denn Lieblingseis? Bereithase. Ja. So, warte, ich überlege, ob ich noch schnell pinkeln gehe, weil nach dem Kokoswasser habe ich jetzt noch Kaffee getrunken. Und das pusht heute ganz schnell raus. Das Level? Ja, vielen Dank, ja, mehr Wein. Was? Das Level Regie, von dem bist, der ist Dings? Das Original Regie von GTA damals? Schreib gerade, hey, Grom, kennst du mich noch? Regie, bist du das? Was ist das Original Regie? Das klingt nach einem Geist. Da kommt noch Ameisen und da machen wir eine Party. Regie, sprich mit uns. Wir sind immer mit dem Moped mitgefahren. Cool. Das Level von dem Job, den er wählt, das zählt. Also, Part müsste eigentlich fortgeschritten werden. Der Geist stand übrigens direkt bei der Tür und hat auf dich gewartet. Ja. Ich habe ihn gesehen, wie Erik zugekommen ist. Ja, das war sehr schön. Und vor allem, ich bin wirklich nur ein Schamhaar breit ins Haus rein. Wirklich so dass es so... Ja, geh jetzt pinkeln. Deine Sanity war super weit unten. Ja, vielleicht deswegen auch. Ich bin... Ja. Moment. Okay.